Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute ist wieder Quiz-Time, ich stelle Fragen, du darfst raten und am Ende freuen wir uns gemeinsam darüber, was wir gewusst oder nicht gewusst oder vielleicht sogar gelernt haben. Meine Frau hat sich eines meiner Quiz-Videos angeguckt und hat mir auf ihre sehr nette, sympathische und zurückhaltende Art gesagt, dass ich an einigen Stellen viel zu langsam bin und wie eine Schlaftablette wirke. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, die Fragen etwas schneller zu stellen, damit es nicht ganz so langweilig und sich in die Länge ziehend ist. Ich habe wie immer 4 Fragen plus einen Watchmorph. Es gibt 2 Punkte pro Frage. Wenn ihr googeln müsst, 1 Punkt. Bei dem Morph gibt es 2 Punkte pro Uhr, beziehungsweise 1, wenn ihr googeln müsst. Alles das ist bekannt. Ich habe ein paar ganz interessante Fragen dabei. Bei einer hole ich auch etwas weiter aus, weil ich das Thema mega spannend finde. Der Watchmorph ist etwas außergewöhnlich, zumindest für meine Verhältnisse. Lassen wir einfach beginnen mit der ersten Frage. Wie viele Einzelpunkte umfasst die Zertifizierung für Taucheruhr gemäß DIN 8306? Sind das 7, 11, 13, 17 oder 19 Einzelpunkte? 10 Sekunden ab jetzt. Das war eine gemeine Frage, ich weiß, weil die DIN kostet Geld, wenn man sie sich zuschicken lassen möchte, irgendwas über 30 Euro. Ich habe im Internet recherchiert, aus verschiedenen Quellen mit Informationen zusammengezogen und es gibt 11 übereinstimmende Punkte, die ich in 4 Quellen gefunden habe und dann auch ein paar zusätzliche Punkte, die ich aber nicht verifizieren konnte. Insofern gehe ich davon aus, dass es 11 harte Kriterien gibt, die man erfüllen muss, wenn man eine Uhr offiziell gemäß der DIN 8306 als Taucheruhr zertifizieren lassen möchte. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bei der zweiten Frage verlassen wir Deutschland und gehen Richtung Schweiz. In der Schweiz werden ca. 2,5% aller weltweit produzierten Uhren hergestellt. Aber wie hoch ist der Anteil am weltweiten Uhrenumsatz in Euro? Ist das weniger als 15%, zwischen 15 und 25, 30 bis 50, 51 bis 70 oder 71 bis 80%? 10 Sekunden ab jetzt. Ich war selber überrascht von der Antwort. Nur 2,5% der Stückzahlen erzeugen Schweizer Uhren gemäß Erhebungen, Schätzungen. Manche halten sich etwas zurück, wie Rolex, die veröffentlichen nicht allzu viel. Es gehen aber Schätzungen aus mehreren Quellen davon aus, dass der Umsatzanteil an Schweizer Uhren zwischen 30% und 50% liegt. Bei Uhren über 1000 Schweizer Franken, das war die Messgrenze, soll der Umsatzanteil sogar geschätzt bei über 95% liegen. Ich kann das nicht verifizieren, aber es gibt eine übereinstimmende Meinung, dass die Schweizer Uhrenindustrie wertmäßig den absoluten Löwenanteil des Weltmarktes abdeckt, mit einem ganz, ganz kleinen Teil der Stückzahlen nur. Habt ihr es gewusst? Lagt ihr ungefähr richtig? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich persönlich hätte komplett daneben gelegen. Schauen wir uns die dritte Frage an. Welchen Beruf oder welche Berufe hat es nie gegeben? Glasträger, Lederträger, Wasserträger, Hosenträger oder Uhrenträger? 10 Sekunden ab jetzt. Drei der 5 Optionen hat es tatsächlich gegeben. Mir ist allerdings kein Beruf des Lederträgers oder des Hosenträgers bekannt, wohingegen es Glasträger, Wasserträger und Uhrenträger tatsächlich gegeben hat. Wasserträger kommen aus der Zeit, als noch nicht jedes Haus Frischwasser hatte, keine Brunnen, keine Wasserleitungen und so weiter. Da wurde Wasser tatsächlich in Eimer und Kübeln von den Wasserträgern als Dienstleistung in die Häuser gebracht, damit man dort frisches Wasser hatte. Glasträger, das ist ein Beruf, der, glaube ich, aus dem Schwarzwald kommt. Im 17. Jahrhundert war in Schwarzwald das Zentrum der Glasindustrie
und auf den Glashandelswegen wurden die zerbrechlichen Waren dann zu anderen Marktplätzen transportiert, um dort verkauft zu werden. Und der Beruf des Glasträgers, das waren eben die Leute, die diese zerbrechlichen, wertvollen Waren auf ihrem Rücken trugen. Und das war ein sehr verantwortungsvoller Beruf, weil halt ein großer Wert vernichtet werden konnte, wenn man damit nicht entsprechend vorsichtig umging. Analog dazu hat sich dann tatsächlich auch im Schwarzwald mit dem ursprünglichen Uhrenzentrum Furtwangen der Beruf des Uhrenträgers entwickelt, die zunächst aus Holz gebauten, heute als Kuckucks- oder Schwarzwalduhren bekannten Uhren wurden dann auch auf Holzgestellen von den Uhrenträgern auf ähnlichen oder gleichen Routen wie die Glashandelsrouten in andere Marktplätze gebracht, um dort verkauft zu werden. Das heißt, die Berufe Glasträger, Uhrenträger und Wasserträger hat es tatsächlich aber gegeben, auch wenn Wasserträger heute vielleicht etwas anders interpretiert wird und Uhrenträger überhaupt nicht mehr mit einem Beruf in Verbindung gebracht wird. Habt ihr es gewusst? Schreibt es in die Kommentare. Schauen wir uns doch direkt die nächste Frage an. Je mehr Energie eine Uhr verbraucht, umso genauer geht sie. Ja, nein, spielt keine Rolle. 10 Sekunden ab jetzt. Das ist eine Frage, die habe ich zufällig gefunden, als ich nach Fragen für dieses Video gesucht habe. Und es gibt eine Webseite und eine Gesellschaft, The Next Web, vor einigen Jahren von der Financial Times aufgekauft, die zum einen Online-Konferenzen, aber auch Präsenzkonferenzen machen, sich über technische Trends austauschen. Ganz, ganz interessante Sachen machen die. Und die haben zusammen mit einer Doktorandin ein Experiment gemacht, ob eine Uhr genauer geht, wenn ihr mehr Energie zugefügt wird. Und es ist in der Tat so, dass die Uhr genauer ging, wenn sie mehr Energie verbrauchen konnte. Man hat das über eine Art Pendeluhr gemacht, hat das über eine Trommelmembran gemessen. Ich habe mir den kompletten Versuchsaufbau nicht angeschaut, aber ich fand das mega interessant, was und wie sie das gemacht haben. Sie sind zum Schluss gekommen, dass die Gesetze der Thermodynamik anwendbar sind. Das ist also vereinfacht gesagt der Bereich der Physik, der sich damit beschäftigt, wie der Energieverbrauch und die Energieumwandlung stattfindet und was für Auswirkungen das auf den darunter liegenden Prozess hat. Grundsätzlich kann man sagen, Energie geht immer vom Heißen zum Kalten. Und wenn man es andersrum haben möchte, wie zum Beispiel beim Kühlschrank, dann hat man irgendwo einen entsprechenden Wandler, der genau diesen Prozess kompensiert. Am Ende würde das natürlich dazu führen, dass es überall die gleiche Temperatur gibt, wenn immer ein Ausgleich zwischen heiß und kalt von heiß nach kalt stattfindet, sodass wir irgendwann immer die gleiche Temperatur hatten. In einer ganz, ganz, ganz weit entfernten Zukunft wäre das dann der Hitzetod unseres Planeten oder unseres Sonnensystems. Das nur als Hintergrund. Und jetzt haben wir die Uhren, die Energien verbrauchen. Und je mehr sie verbrauchen, umso genauer gehen sie. Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, dass dann Wärme freigesetzt wird, was natürlich auch stimmt. Und wir damit zur Erwärmung beitragen, was ziemlicher Unsinn ist, denn der Verbrauch der Uhren ist so unglaublich gering, dass der Effekt absolut nicht ins Gewicht fällt. Eine übliche Armbanduhr verbraucht ungefähr 1 Mikrowatt. Das entspricht dem millionensten Anteil eines Watts. Also kann man mit einer Glühbirne oder einer Leuchtstofflampe beinahe unendlich viele Armbanduhren betreiben. Hier muss man sich definitiv keine Gedanken machen. The Next Web hat auch eine Vorhersage gemacht, hat versucht, ein Gesetz aufzustellen, um zu schauen, um wie viel eine Uhr genauer geht, je mehr Energie man zufügt.
Bei den einfachen Armbanduhren, Standuhren, Pendeluhren ließ sich das sogar relativ gut vorhersagen. Bei der Atomuhr war das nicht mehr der Fall. Was ich auch sehr interessant fand in diesem Zusammenhang, wenn es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen zugefügter Energie und Genauigkeit der Uhr gibt, gibt es auch eine natürliche Grenze für die Genauigkeit der Uhr, egal ob es jetzt eine Solaruhr, eine Armbanduhr oder auch eine Atomuhr ist, weil die zufügbare Energie natürlich auch begrenzt ist. Ich weiß, das ist eine mega theoretische Überlegung und ist für die Praxis komplett irrelevant, aber ich mag solche Sachen wahnsinnig gerne, sich auch mal Gedanken machen über Sachen, die eigentlich in der Praxis absolut keine Rolle spielen, aber ich mag das. Wenn ihr es auch mögt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann werde ich sowas vielleicht nochmal öfter einfließen lassen. Wenn ihr sagt, das ist kompletter Bullshit, interessiert mich nicht die Bohne, dann schreibt es mir auch rein. Vielleicht nicht ganz mit diesen Worten, aber dann lasse ich solche Themen in Zukunft. Ja, schauen wir uns die letzte Frage an, den Watchmorph. Ich finde den für meinen Kanal, meine Uhren, meinen Geschmack sehr außergewöhnlich und bin echt gespannt, ob ihr beide Uhren erkennt. Bei einer bin ich ziemlich sicher, dass ihr sie erkennt und bei einer würde ich drauf wetten, dass sie kaum jemand erkennt. 25 Sekunden ab jetzt. Na, habt ihr es erkannt? Ich fand es echt nicht so leicht. Die erste Uhr, denke ich, war wirklich leicht zu erkennen. Dabei handelt es sich um eine A. Lange und Söhne, und zwar um die Richard Lange springende Sekunde Platin mit Ziffernblatt in Roudinet. Das ist eine Uhr für 79.600 Euro. Die andere Uhr ist eine Rondo Automatik aus dem Hause Bruno Söhnle für 2.150 Euro. Ja, wenn ihr jetzt die Rundungsdifferenz eurer Portokasse euch auszahlen lassen möchtet, dann müsst ihr euch nur noch entscheiden, ob ihr eine A. Lange und Söhne für 79.600 Euro kauft oder aber ungefähr 36 Bruno Söhnle Regulateur für 2.150 Euro. Die technischen Daten habe ich euch hier eingeblendet. Ich denke, die Uhren sind nur wirklich schwer vergleichbar, deswegen gehe ich jetzt nicht auf Werkgröße, Wasserdichtigkeit und solche Sachen ein. Wenn es euch interessiert, ihr seht das hier, könnt es nachlesen. Ich persönlich würde mich für die Bruno Söhnle entscheiden. Nicht, weil mir der Preis der A lange zu hoch wäre, sondern weil ich doch keinen Regulateur habe. Glaubt es oder glaubt es nicht. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.